zu drüben. Können wir da schon her? Sieht halt so aus, als würden wir da die Bomben brauchen. Wo ich mir auch ziemlich sicher bin mittlerweile, dass wir die hier im Dungeon bekommen. Den haben wir richtig platt gemanscht. Abspringen, abspringen! Link! Verflucht! Die ist nicht da. Ich habe sie bestimmt vorhin verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin Sferi. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? War auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Da bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bring mir bitte meine Bombentasche wieder. Okay. Aber ich bräuchte auch so eine Tasche, um ehrlich zu sein. Moment. Moment, Moment, Moment. Nicht die spawnen. Jawoll. Gerade noch so bekommen. Hm. Apropos. Ich finde es schön, dass man den Greifkäfer auch jetzt noch, was heißt auch jetzt noch, immer mal wieder im Spiel brauchen kann. Ich finde das geil. Auch, dass daran gedacht wurde, da was zu platzieren. Echt schön gemacht. Okay, können uns also doch machen. Platt gemanscht schon wieder, ey. Rexy. So. Okay, das war's anscheinend. Konnte man nur mit Ferry kurz reden und das war's halt schon. Oh. Und wieder. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Das lassen wir. Also entweder müssen wir timen, oder? Das können wir erst später machen. Nee. Sieht so aus, als könnten wir es erst später machen, weil, ja, da kommen wir halt irgendwie nicht hin. Kommen wir dann da drüben hin mit dem Ball? Ja, ich gehe mal davon aus. Nee, du bleibst hier, du Drecksvieh. Du bist jetzt erstmal schön platt gemanscht. Nein. So. So sieht's nämlich aus. Und wir kriegen ein weiteres Item. Eine blaue Vogelfeder. Okay. Kriegt man die nicht auch sonst einfach so im Wald? Rubine wieder. Wir haben mittlerweile echt wieder okay was angesammelt. Hau ab. Okay. Da drüben müssen wir auch irgendwie hinkommen. Erzähl mir doch nichts. Die Dinger müssen ja eingedrückt werden. Dann muss man da hinten auch irgendwie hinkommen können. Abspringen. Ja. Hm. Bin ich gerade echt verdammt blöd. Jemand kann hier noch nicht her.
Oder gar nicht, keine Ahnung. Ne, es wird nichts. Das wird absolut nichts. Muss mal kurz hier runter. Gibt es auch keine Kristallschalter oder so, die wir aktivieren können? Müssen wir uns da vielleicht eine Donnerblume nehmen und erstmal einen Stein wegspringen? Das kann auch nicht sein, oder? Nein, nein, nein. Das kann doch nicht sein. Oder doch? Oh, scheiße. Er lässt die dann automatisch fallen. Okay. Nein, das ist es auf jeden Fall nicht. Ja gut, aber was soll ich tun? Was soll ich tun? Moment mal, hier, die Karte hilft uns bestimmt weiter. Muss man doch mit dem Ball weiterrollen können. Ha. Hier haben wir noch nicht gegraben. Gibt es aber auch eine Rubine. Also nichts, was uns weiterbringen würde. Aber immerhin 8 Stück. Ja, was denn da oben? Da gibt es auch noch eine Truhe. Aber wie sollen wir denn da hin? Ich habe mir halt überlegt, ob es hier vielleicht irgendwo was zu entdecken gibt noch. Oh, Moment. Was haben wir denn da rechts nochmal gefunden? Wie zum Teufel will man da hoch? Was gab's denn nochmal? Aber nur was zum Graben. Okay. Oh, schöne Textur hier, übrigens. Mit der Schlange und dem Boden, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Nee. Aber die kleine Truhe wird uns... Komm schon, Mann. Uns wahrscheinlich auch nicht weiterbringen. Kann ich das Ding wahrscheinlich auch erstmal links liegen lassen. Oh Mann, ich weiß es nicht. Ferry, hast du keinen Plan? Wie man hier weiter soll? Du hast deine Bombentasche mittlerweile wiedergefunden. Da können wir hier noch irgendwie drüber weiter oder was auch immer. Ja, hier drunter her. Oh mein Gott. Okay. Hallo. So. Oh Mann, ey. Ich bin aber auch blöd. Okay. Das hat zumindest geklappt.
Nice. Und hier oben gibt es dann auch noch was. Und zwar einen Bernstein-Halbmond und 10 Rubine. Kann man den drüber balancieren? Herabhängen? Ja, aber da. So. Runter. Jawohl. So, was gibt's hier? Gibt doch hier bestimmt was Geiles. Eine Fee? Die sammeln wir direkt ein. Weil wir haben nichts mehr. Ja, nee, wir haben nichts mehr. Oh lol, wir haben das Schild gar nicht ausgerüstet. Okay. Und einen Haufen Erz. Mega geil. Schönes Ding, Link. Okay, was sagst du dazu? Nicht schlecht. Netter Trick, die Dana-Blume durch den Spalt zu rollen. Jetzt kannst du dich auf die Suche nach meiner Bombentasche machen. Ja. Okay. Meinetwegen. Oh. Hm. Die sind ja eingesperrt. Aber ich bin mir sicher, wenn wir diese Schwachmaten besiegt haben, dürfen wir weitergehen. Aua. Nein, du Drecksau. Ja, die Bewegungssteuerung funktioniert schon wieder. Erstklassig. Würde ich nichts dran verändert haben wollen. Ich sag... Du hast einen Eidechsenschwanz erhalten. Dieser Eidechsenschwanz mit stacheliger Kugel am Ende lässt sich vielleicht sinnvoll verarbeiten. Nice. Aber davon auch endlich mal was gedroppt bekommen. Ah, okay. Jetzt ist aufgegangen. Und es erscheint eine Truhe. Na, 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 na. Du hast die Bombentasche erhalten. Nice. Können wir die jetzt auch behalten? Schenkt er uns die? Meine Bombentasche! Vielen, vielen Dank. Dann gib sie mal her. Moment. Ich soll sie leihen, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Hm. Ich meine, hast du dich auf der Suche nach deiner Freundin bis hierher gewagt? Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Ja. Er macht sich Sorgen um dich. Er hat sich also Sorgen um mich gemacht. Das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, hier hast du sie. Viel Spaß damit. Geil, du hast eine Bombentasche erhalten. Ferry hat sie dir netterweise überlassen. Beseitige mit ihr Hindernisse. Überlassen? Geschenkt? Ich gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Mega geil. Danke, Mann. Warte, ich hab was vergessen. Tasche ist leer. Also nimm die hier. Du hast 5 Bomben erhalten. Wenn du keine Bomben mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen auffüllen. Füll dazu eine Donnerblume auf und drücke dann B, um sie einzustecken. In die Tasche passen bis zu 10 Stück. Wenn du also Donnerblumen findest, sollst du deine Vorräte auffüllen. Okay. Dann machen wir es direkt hier. Kann hier einfach Donnerblumen farmen. Damit wird zwar der Shop ein bisschen unnötig, aber also der Verkaufsstand, die Donnerblumen im Verkaufsstand werden damit ein bisschen unnötig. Aber ich meine, ich denke, das ist nur so als Goodie gedacht. Dass man sich da einfach welche kaufen kann, wenn man will.
Yeet. Okay, das bringt nichts. Das auch nicht. Und die Säule wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, aber es war jetzt auch nicht besonders markiert. So. War eigentlich schon klar. Oder von da drüben kommt man zurück. Das kann auch sein. Und halt mit einer anderen Kugel. Zack. Und weiter geht's. Ah. Das ist schön ausgekontert, du Drecksau. Muss ich dir überlassen. Muss ich dir schon lassen, dass ich mich gerade so dumm anstelle bei dem, ne? Aber er droppt wenigstens einen Echsenschwanz. Nice. So, was ist hier los? Erstmal graben wir natürlich. Und kriegen... Okay, 6 Rubine. Alles klar. Hier nochmal ein Herz und ein Rubin. Nice. Ein Bernsteinhalbmond. Ich frag mich, warum man die so oft bekommt. Braucht man die einfach noch öfters? Oder wie? Ups. So, tschüss. Nein, nein. Oh, Link. Zack. Schluss. Sehr schön. Und hier rauf. Okay. Ich hatte jetzt nicht wirklich vor, da tatsächlich was abzuwehren mit dem Schild. Aber man weiß ja nie, wenn was hergeflogen wäre, dann hätte ich es auf jeden Fall abwehren können. Gut. Was gibt's hier? Die Dungeon-Karte! Jawoll! Ah ja, stimmt! In dem Raum an... Boah, ey! In dem Raum am Anfang gibt's ja noch eine Schatztruhe, aber das weiß ich ja. Die habe ich ja gesehen, die kleine Schatztruhe, wo ich mich gefragt habe, wie man da raufkommt. Und ich weiß es immer noch nicht. Naja. Ich denke, das wird noch ziemlich klar, wie das geht. Ach, und hier geht's nicht weiter. Ah, okay. Okay. Ich hab's gesehen. Aber war das auch schon vorher markiert? Die Wand, war die bröckelig? Wenn ja, dann habe ich es echt nicht gesehen. Sorry, dann bin ich ein bisschen dumm. Oder es war unfair. Oder da drinne. Nee. Nee, schon... Oh mein Gott. Ja, okay. Man sieht es, aber eben nicht so eindeutig, wie ich gedacht hätte. Na gut. Na gut. Wenn ihr meint... Jetzt haben wir es aber. Zack. Und zack. Ja, so. So hätte ich das gedacht, dass man das sieht. Aber nein, es ist ein bisschen dezenter.
Was auch in Ordnung ist. Alles klar. Okay, wir halten natürlich überall an, wo man anhalten kann. Und nehmen hier die Dinger mit. So. Und ist die Tasche wieder voll. Gibt es hier nur Herzen? Ja. Geh weg. Okay. Noch nicht mal Sliver bekommen. Ach komm schon. Wir haben schon so viele Schleimis besiegt in dem Spiel. Und haben einfach keinen Sliver bekommen. Wir haben mehr goldene Schmuckschädel als Sliver bekommen. Das muss man sich mal überlegen. Ja, okay. Den Rubin werde ich jetzt nicht den Käfer anstrengen. Heißt das so? Keine Ahnung. Wie soll ich hier weiter? Kann ich das Ding in die Luft jagen vielleicht? Link. Pass auf. Wir wollen nicht, dass du dich verbrennst. Ja, doch. Kann man vielleicht das Ding in die Luft, hier in die Luft jagen? Wenn man da schon Bomben bekommt. Auch wenn es etwas größer aussieht, ne? Moment mal. Lass mal auf die Karte schauen. Oh Gott, ey. Habe ich das echt... Ja, das war eine gute Idee, auf die Karte zu schauen. Sehr schön. Kopf angestrengt und direkt belohnt worden. Verpisst euch. Nein. So. Nee, du wirst jetzt platt gemanscht hier. Was ist da oben? Ich will erst nachschauen, was da oben ist. Oh. Okay, ich dachte, ich hätte gefailt. Ein silberner Rubin? Oh, schön. Es lohnt sich, sich umzuschauen, was? Alles klar. Okay, und jetzt? Weiterrollen? Scheint so, ne? Da können wir ja das Tor einreißen. Ah nein. Moment mal. Vielleicht können wir das Tor einreißen, aber das sind doch keine Barbaren. Aha. Jetzt hier durchfliegen. Wie die Schiss davor haben. Opfer. Und zack. Schönes Ding. Echt nices Rätsel. Wie gesagt, ich finde es schön, dass der Käfer hier mit eingebunden wird. Obwohl man halt schon aus der Region raus ist, wo man ihn bekommen hat. Finde ich echt geil. Weil es gibt ja...
immer mal wieder das Problem, dass ein Item einfach nicht mehr benutzt wird. Wie zum Beispiel in Twilight Princess mit dem Kreisel. Das wird an ein, zwei Stellen nochmal benötigt, das Ding aber auch eher so just for fun. Was halt echt sehr schade ist, weil ich den Kreisel echt sehr gemocht habe. Okay, aber genug davon. Ich möchte immerhin nicht spoilern. Oder zumindest die nicht spoilern, die das Spiel halt noch gar nicht kennen. Da wir das Spiel höchstwahrscheinlich hier noch Let's Playen werden. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Ich werde dann entweder versuchen, das halt in der HD-Version zu spielen oder es zum Modden, dass es vernünftig aussieht, weil, ja gut, Skyward Sword HD, also die Switch-Version, habe ich jetzt halt echt nur genommen, weil sie eben rausgekommen ist und weil ich mir das mal anschauen wollte, weil ich das dann auch unterwegs auch zocken wollte. Ey, du... Mann, bitte, Link. Dankeschön. Meine Fresse, und hier gibt's Herzen. Die habe ich auch bitter nötig, wenn ich mich so blöd anstelle. Oder wenn die Bewegungssteuerung scheiße ist. Ich weiß noch nicht mal, was gerade da los war. So, und wir sind am Ende angekommen. Manche Linie platt. Und können dann hier das Ding betätigen. So, jetzt. Okay. So, und... Wie kommt man da jetzt ran? Gar nicht. Erst später? Oder... Was ist hier los? Was ist hier los? Ha, Deko-Kerne, okay. Braucht man die hier? Zum, da kommt doch gleich safe irgendwas runtergerollt. Das sehe ich doch schon. Das sehe ich doch schon, dass hier irgendwas runtergerollt kommt. Ja. Ach, Scheiße. Dachte gerade so, Moment mal, das kann man doch unmöglich schaffen. Und, ja. Ja, okay, es hat sich magischerweise resettet. Weiter geht's. Einen kurzen Fail gehabt. Aber es gehört auch dazu. Was gibt's hier? Machen wir was zum Graben. Herzen. Schön. Genau zwei Stück. Mal so viele, wie wir brauchen. Und da können wir hoch. Ah, okay. Okay. So.
Soll das so eine Markierung sein, wo man ungefähr hinwerfen muss? Nö. Boah, ey, ist das fies. Da können wir... Versuchen wir mal so. Ganz knappes Ding. Ganz, ganz knappes Ding. Ich hätte sonst mal versucht, die hinzulegen. Kann man die hinlegen? Ja. Dann aufheben. Und dann halt erst später werfen. Alles klar. Weg damit. Und weiter geht's. Ah ja, okay. Da kommen tatsächlich nochmal so Dinger runtergerollt. Aber alles easy. Hm. Da ist die Bosstür. Klar. Speichern wir nochmal ab. Ja, bitte. Speichervorgang erfolgreich. Wäre witzig, wenn irgendwann kommt. Sorry, es ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Also, what? Einfach Online-Modus. Flashbacks. Das ist Flashbacks, Online-Modus-Wipes. Hier ist der Schlüssel. Einfach for free oder was? Nee, das kann's doch nicht gewesen sein. Du hast den Drachenschlüssel erhalten. Dieser in sich verschlungene Drache wurde aus strahlendem Gold gefertigt. Nice. Mal kurz. Ja, okay. Hier ist es auch schon so ruhig. Ja. Genau das habe ich mir nämlich schon gedacht. Link, hör auf. Oder Kamera besser gesagt, hör auf. Und direkt ins Maul von dem anderen rein. Alles klar. Ah, okay, ich dachte, wäre verschlossen. Aber nö. Scheiß ist da verschlossen. Ich weiß halt immer noch nicht, wie man da hinkommen soll, ne? Oder geht das dann über die Bomben? Ja, gut. Denke, dann mache ich daraus einen etwas längeren Part. Ich habe nicht wirklich Bock, das zu cutten. Okay. Okay. Ja. Ich habe nicht wirklich Bock, da irgendwie... Obwohl, das wird zeitlich passen. Das wird zeitlich passen. Gut, dann sehen wir uns gleich bei der Truhe wieder. Ich hoffe, ich denke daran, ey. Ich hoffe, ich denke daran zu cutten. Obwohl, andererseits ist es auch unnötig, ne? Sie hören einen Feller. Dass ich unsicher ist, ob er cutten soll oder nicht. Nee, komm. Ich lass das mit dem Cutten. Wenn daraus ein etwas längerer Part wird, dann I don't care.
dann ist das halt so. Vielleicht cutte ich es auch doch, keine Ahnung. Das muss ich später im Schnitt entscheiden. Mal sehen. So. Jetzt geht's erstmal hier zurück. Ja. Okay, hat gar nicht so lange gedauert. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Was zum Teufel? Ich bin dumm, Alter. Ich bin verdammt dumm, ey. Holy shit. Oh, sorry. Sorry. Ihr werdet euch gerade so denken, oh nein, bitte nicht. Jetzt rennt er da zurück, obwohl man nur hätte graben müssen. Und ja, ihr habt recht. Ihr habt absolut recht. Ich hab das übersehen. Ich weiß nicht, warum ich es übersehen habe, aber es ist passiert. Gut, soll auch mal vorkommen. Scheiß drauf, weiter geht's. So. Und dann wieder Dinger runter. Ja. Oh, wir schaffen es hier ganz knapp rauf. Finde es gut, dass etwas großzügiger gesetzt ist. Dass man da einfach nur... dass es da einfach nur vorausgesetzt wird, dass man eine Pause einlegt. Nicht, dass vorausgesetzt ist, dass man da komplett volle Ausdauer hat. Und eine Pause einlegen muss. Na, okay. Weil sonst wäre ich da wieder runtergeschlittert. Alles klar. Jetzt geht's aber los. Mit dem Boss dieses Dungeons. Okay, was zum Teufel? Naja. Untersuchen. So. Und greifen. Okay, ich weiß schon wie. Siehste, hätte ich das auch im Wald gemacht, dann hätte ich das Ding viel eher fertig bekommen. Rein geht's. Die Tür ist zugefallen. Link, Alter. Ja, okay. Ja, dachte ich mir schon, sonst hätte es keinen Sinn gemacht, dass der Drache so dumm den Stein wieder verschluckt. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Okay. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zur Eile. Hat Ghibrahim sie gefunden, oder was? So eine Drecksau. Werden wir auf jeden Fall noch heftig seinen Hintern versohlen. Kannst aber davon ausgehen. Hier wird heftig ein Stein runtergerollt kommen und so. Ja gut, komm. Gehen wir da einfach her. Ach komm. Ghibrahim, nicht Ghibrahim. Ich dummer Spar. Egal. So trifft man sich wieder. Oh nein, wie unhöflich. Ich hab deinen Namen vergessen. Na, ist auch unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ja? Da sagen meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei. Was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese... Sie hat... Dieses Schoßhündchen der Göttin, sie hat sie einfach mitgenommen. Dabei brauche ich sie doch, um einen König zu befreien. Okay. Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns.
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Glühender Elmfels. Beradama. Ich dachte, wir kämpfen schon wieder gegen Girahim, aber nein. Wir kämpfen gegen diesen Felsen. Was zum Teufel? Oh, 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 oh. War mal da. Okay. Besteht der ganze Fight da raus, oder was? LOL. Renn halt selber in die Dornen, in Donnerblumen rein. Du Idiot. Gut. Komm mal dran. Ist der blöd, ey. Okay, der Boss ist nicht besonders krass, muss ich sagen. Da war Girahim schwieriger, muss ich sagen. Okay, aber ich bin auch blöd. Man muss dem Vieh Hits geben. Oh, Scheiße. Oder eine Blume ins Maul werfen, wenn er so Luft einsaugt. So, bitteschön. Gönn dir. Wie blöd ich bin. Nein! Hör auf! Scheiß Dreck. Egal. Hier. Und die. Okay. Und weg hier. Yeet. Gönn dir, Bro. Oh. Der rollt aber weit zurück. Und... sieht aus, als wäre er fast down. Oh shit. Okay, er ändert das Kampfschema. Rollt aber komplett an mir vorbei. Ja, okay. Ich glaube, ich nutze die Zeit mal, um meine Donnerblumen aufzufüllen. Kackflammen kommt. Aua. Ah! War mir aber komplett hochgerollt. Okay. Jetzt habe ich wenigstens Zeit, hier schön aufzufüllen. So, wunderbar. Ach Mann, ey. Voll unnötig, sich von dem treffen zu lassen. Vor allem, weil da so ein Lappen ist. Nein. Ist ein netter Einfall, aber da fand ich die Bosse jetzt auf Twilight Princess deutlich besser. Gerade weil sie einfach schwieriger waren, weißt du? Bei ihm ist es halt so, ja, warte halt, bis er da von Dom getroffen wird und dann
klopfst du ihm da die Bombe nochmal in die Fresse rein. Guck, er macht halt nichts, obwohl ich direkt vor ihm stehe. Würde er wenigstens noch irgendwas versuchen oder so? Aber nein. Passiert halt gar nichts. Oder müsste man das irgendwie noch timen? Oder wird er dann noch versuchen, auf die Seite zu rollen, wo man steht? Nichts. Ja, und das war's auch schon. Down. Da ist er weg. Und wir kriegen einen Herzcontainer. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Nice. Moment mal, wie kommen wir jetzt hier raus? Ach, da oben einfach. Okay. Ah ja, 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 ja. Klar, es hat sich jetzt natürlich geöffnet, weil wir den Boss besiegt haben. Na gut. Dann lass uns gehen. Zelda? Nein, ey, warte, ey! Ja! Ja, ich bin hier! Felix! Ja, ich bin hier! Ja. Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Ich dachte, sie wäre tot. Jetzt entspann dich doch mal. Link, geh zu ihr, du Vollhorst. Link! Du Nichtsnutz, geh zu ihr. Felix, es tut mir leid. Link, du Vollspast, geh jetzt. Was machst du denn? Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Dir gefällt nicht, was ich sage? Nee. Nutz einfach nur Lack, dass du hier warst, als sie gekommen ist. Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Ja, toll. Deswegen gibt's auch nicht nur einen auf der Seite der Göttin, sondern mehrere. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Maul. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du, Auserwählter, Zelda helfen willst, musst du die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Wenigstens erzählst du mir etwas. Aber du könntest mir auch sagen, was die sind. Diese Scheißprüfung. Ja, komm dann auch ab. Ich brauch dich sowieso nicht. Ja, Link, es ist frustrierend. Bist aber auch selber schuld.
hättest du ihr gehen können, als du die Chance dazu hattest. So ein Bullshit. Oh, wir haben 5 Stunden damit verschwendet, dass Zelda irgendwo rumläuft. Hm, ja, nee, diese 10 Minuten jetzt nochmal zu benutzen, um da vernünftig sich zu verabschieden. Nee, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Halt's Maul. Was ist das denn? Wir hätten uns doch schön verabschieden können. Zu sagen, ja, ich muss hier eine Aufgabe vollbringen. Aber ich weiß noch nicht ganz, was es ist. Wir können uns jetzt, wir können jetzt nicht zusammen sein. Wir müssen uns leider wieder trennen und so. Wäre alles okay gewesen. Wir müssen erstmal separate Wege gehen oder irgendwie sowas. Dann kann man mit einem positiven Gefühl weitermachen, sein Abenteuer beschreiten, seine Prüfungen beschreiten und nicht durch so eine arrogante Gehilfin da irgendwie so dumm trennen lassen. Ist doch scheiße. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maid vom Himmel ihrem Schicksal folgend die Quelle des Erdlandes. Ich liebe die Musik. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das Land des Sandes, Ranel. Dort öffnet sie das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Nein. Dieser schöne Moment wird jetzt durch diese Scheiße ruiniert. Ach komm. Laber kein. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Okay. Tatsächlich die letzte Tafel. Oh, aber schöner Flashback. Danke. Das habe ich gebraucht. Die Göttin weiß wenigstens, wie man sich verhält. Nicht so wie die andere Ekelhafte da, die da uns einfach so dumm getrennt hat. Link, dankeschön. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder nach oben, aber Moment. Hier gibt es bestimmt einiges zu backtracken. Aber wie gesagt, ich denke, das werde ich dann offcam machen. Wir werden uns erstmal alle Items holen. Und dann werde ich das so nach und nach machen. Ich werde dann auch erstmal im Wald damit anfangen. Im Wald von Firon werde ich dann damit anfangen. Und dann arbeiten wir uns immer so schön weiter vor. Gut, dann würde ich sagen, ja, beende ich hier erstmal die Aufnahme. Das war jetzt einiges. 2,5 Stunden, über 2,5 Stunden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.